Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 2 einer mehr oder weniger Videoreihe. Wir testen das teuerste Make-up auf der ganzen Welt. I can't, ich bin am Boden. Ich habe 200 Euro für dieses Video ausgegeben, für Achtung, sage und schreibe, 3 ganze Blushes von Hermes. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere von euch oder der ein oder andere von euch, dass ich vor knapp einem Jahr schon mal ein ähnliches Video gemacht habe, wo ich die teuersten Lippenstifte auf der Welt getestet habe. Ich verlinke euch das Video einmal unten in der Infobox oder einmal hier in dem i. Hermes, eine französische Luxus-Marke, hat Lippenstifte rausgebracht und dieses Mal Blushes. Was hat der kleine Maxim gemacht? Ich bin auf die Webseite gegangen, habe den ganzen Spaß bestellt und habe mir 3 Blushes ausgesucht, die ich euch heute zeigen möchte. Ich wäre aber nicht Maxim, wenn ich nicht Maxim wäre und ich euch Dupes zeigen würde. Denn Achtung, setzt euch hin, falls ihr noch nicht sitzt. Falls ihr sitzt, legt euch hin. Ein Blush kostet 68 Euro. Gut. Freunde. Bevor wir loslegen, einen kleinen Elefanten im Raum muss ich adressieren. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, was ist mit deinen Lippen los? Vielleicht kommt ihr von Instagram, dann habt ihr es auf jeden Fall schon gesehen. Ich teste nämlich gerade den viralen Beauty-Hack 2021 im April. Selbstbräuner Lippenstift. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Lasst euch davon nicht verunsichern. Ich finde die Farbe aber ganz schön und wird bestimmt gut zu diesem Look passen. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls ihr ein bisschen Mitleid mit meinem PayPal-Konto habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. 200 Euro für Blushes. I can't. Meine Mutter liegt auf dem Boden. Meine Oma freut sich. Die kriegt nämlich einen. Und eventuell verlose ich auch einen an euch. Ich würde anfangen mit meiner Base. Wir probieren einfach nochmal so ein paar Produkte aus. Wir benutzen ein paar Produkte. Ich glaube, dieses Video wird recht Luxus. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Innerlich bin ich gerade so ein bisschen hintergerissen. Machen wir einfach Fullface Drugstore und dann packen wir uns einen 70-Euro-Blush ins Gesicht? Oder machen wir gleich, okay, Luxus-Make-up? Ich glaube, wir machen einfach eine Mischung aus allem. Ich zeige euch einmal ganz kurz die Produkte. Und zwar kommt das Schätzchen selbstverständlich sehr hochwertig verpackt. Ne? Also bei 70 Euro möchte ich eigentlich, dass mir ein kleiner Zwerg in dem Paket sitzt und sagt, vielen Dank, Meister, dass du mich gekauft hast. Kommt einmal in dieser Verpackung. Und in dieser Verpackung ist dann das klassische Hermes Orange Böckschen, was ihr hier auseinanderziehen könnt. Und dann haben wir hier den Blush. Ich zeige euch hier auch einmal das Packaging, sehr, sehr hochwertig. Und was ich sagen muss, da ist Hermes sehr, sehr gut. Sie sind im Moment auf dem Trichter, dass sie die Produkte wiederverwendbar machen. Also ihr kauft euch einmal die Verpackung mit einem Blush und wenn der leer sein sollte, dann könnt ihr euch den Blush einzeln nachkaufen für, ich glaube, 20 Euro weniger oder so. Also immer noch teuer, aber halt keine 70 Euro, ne? So sieht das Ganze einmal aus, passt sehr gut zum Lippenstift. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich hätte es mir wesentlich schwerer vorgestellt. Der Lippenstift war ja wirklich, den hast du in der Hand gehabt und da hast du gemerkt, da hast du was in der Hand. Der ist jetzt aber ungefähr so schwer wie der hier von Catrice, also jetzt nicht besonders schwer. Sieht einmal so von innen aus und wir testen heute die Farbe Rose. Pomade. Morgen und übermorgen werde ich das Ganze auch nochmal drehen, denn ich will auf der einen Seite den Blush auftragen und auf der anderen Seite zeige ich euch dann das passende Dupe. Ich habe da nämlich zu jedem Produkt mindestens 1 oder 2 hier bei mir schon in der Make-up-Schublade gefunden. Ganz kurzer Disclaimer dazu, während ich meine Foundation einarbeite. Bei Luxus-Make-up geht es natürlich nicht nur unbedingt. Oh Gott. Okay, es ist heute sehr hell. Bei Luxus-Make-up geht es natürlich nicht unbedingt nur um die Farbe des Produktes, sondern um dieses ganze Luxusgefühl. Ich weiß, es ist, da kann man sich drüber streiten, ist es nötig, ist es nicht nötig. Ich habe es neulich auch erklärt, mit Make-up ist ja generell auch nicht nötig. Wir sind alle schön, auch ohne Make-up. Aber wenn man 70 Euro mal ebenso locker hat für einen Blush, girl, boy, go for it, gönn dir. Ihr seid so Dupe-Mäuse, ihr wollt immer Dupes haben, ihr bekommt immer Dupes von mir. Dann zeige ich euch gleich Dupes, denn ich finde, die Farben, Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gedacht, dass da vielleicht irgendwas richtig Krasses dabei ist. Und ich dachte auch, dass ich auch eine richtig krasse Farbe gekauft hatte. Die sehen aber alle recht gleich aus, wenn man sie sich anguckt. Wenn man sie swatcht, dann sehen sie nicht mehr so ähnlich aus. Und selbstverständlich auch hier jetzt die Farbe von
dem Blush, den wir heute benutzen. Wir sind die Kinder vom Süderhof. Oh no! Alright, ihr seid super schön nah dran. Die Base ist einmal drauf, alles gesettet. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Verrückt aus, aber ich sehe heute auch wirklich ein bisschen komisch aus. Egal, Freunde, wir kommen zum Blush. So sieht das Schätzchen einmal von Namen aus. Hier steht ganz zart Hermes drin und ich zeige euch einmal kurz die Farbe auf dem Finger. Fühlt sich sehr weich an, ist recht hell und sieht so ein bisschen seidig matt aus. Also da ist kein Glitzer mit drin, aber auf der Haut ist es schon recht, ne, frisch. Wir tragen den Blush mit einem Blush Brush auf und den auf der rechten Seite. Ich gehe jetzt hier rein, staubt wenig, Pinsel sieht gut voll aus. Will ich abklopfen, das sind bestimmt 5 Euro. Und den setze ich mir einfach hier hin. Der ist sehr, sehr hell. Also er sieht, man ist schön, aber er ist sehr hell. Ich probiere mal noch so ein bisschen aufzubauen. Ich finde, bei meiner Hautfarbe kommt der kaum durch. Und deswegen bin ich ja auch ein bisschen heller heute gegangen mit meiner Foundation. Ja, ist halt ein Blush, ne? Bin ein bisschen enttäuscht von der Farbe gerade. Ich weiß es nicht. Also gerade gefällt mir die Farbe nicht. Die ist mir zu hell, die ist mir zu matt und gibt mir jetzt nicht so den Flair. Aber wie gesagt, habe ich hier einmal das Dupe 1 von Ofra. Das ist der Blush Duo Click Lit und zwar dieser Teil hier. Ich swatche ihn euch mal daneben. Das ist schon recht ähnlich. Ich habe aber noch einen anderen, der ist auch ähnlich. Das ist der von Trended Up. Also die sind schon recht nah. Ich glaube, beide zusammen könnten ganz gut sein. Deswegen mische ich jetzt einfach den hier von Ofra. Der ist halt viel, viel pigmentierter, ne? Und so ein bisschen hier von Trended Up. Und den setze ich mir jetzt hier hin. Und ihr seht gleich, das ist halt nicht unbedingt die Farbe für mich. Also der ist jetzt gerade, ich glaube, auf dem Gesicht sieht man keinen Unterschied. Ich finde generell, Blush ist so ein Produkt, ne? Da sieht man nicht unbedingt einen Unterschied. Bei Foundations gibt es oft einen Unterschied zwischen High-End und Drogerie. Bei Blush, was sagt ihr? Seht ihr einen Unterschied? Also da bin ich ehrlich, von der Farbe bin ich ein bisschen enttäuscht. Wir haben aber noch andere Farben und andere coole Dupes. Deswegen würde ich vorschlagen, wir springen einfach in den nächsten Tag. Und ihr seht hier den zweiten. Guten Morgen am nächsten Tag. Ich bin wieder ungeschminkt. Wir machen nämlich heute weiter mit dem zweiten Blush. Und auf den freue ich mich tatsächlich am meisten. Denn die Farbe war auch die erste Farbe, die ich gesehen habe und dachte, boah, richtig, richtig schön. Sowas habe ich noch nicht. Guess what? Habe ich schon. Ich habe nämlich das Dupe zu Hause. Und das ist fast ein 1:1 Dupe. Farbtechnisch zumindest. Kleines Update zu gestern. Ich habe kein Check-in gemacht, weil ich meine, es war keine Foundation, sondern nur ein Blush. Er hat sehr, sehr gut gehalten. Also ich habe ihn abends auch noch gesehen. Oft ist es bei günstigen Blushes so oder bei, egal ob günstig oder teuer, bei vielen Blushes ist es so, dass sie am Ende des Tages nicht mehr da sind. Der Blush war auf jeden Fall noch da. Und dieses Studiolicht hat das Ganze so ein bisschen ausgewaschen. Und als ich dann nach unten gegangen bin, dachte ich so, girl, it's a lot of blush today. Heute machen wir ein full coverage Make-up und benutzen eine neue Farbe. Und zwar ist das die Rose Nui. Ein sehr, sehr schönes, dunkles Pflaume. So ein bisschen geht, ja, Rosenholz. Ein dunkles Pflaumen, ein Pflaumenbaumholz. Ich habe ein sehr, sehr günstiges Dupe gefunden. Vielleicht könnt ihr schon erraten, was es ist. Das ist nämlich Sleek. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal die Farben, dass ihr das sehen könnt. Schaut mal. Das ist schon sehr, sehr nah. Im Swatch ist es fast noch näher. Ich werde jetzt aber mal mein Make-up drauf machen. Ihr bekommt wieder ästhetische Entspannungsmusik. Lehnt euch zurück und genießt die Show.
Und ich bin zugekleistert. Freunde, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also Base gefällt mir heute richtig gut. Ich habe die Huda Beauty Foundation mit dem Huda Beauty Puder benutzt, Concealer Tarte Shape Tape und KVD Vegan Beauty. Ich mag den sehr gerne, der ist nur viel zu hell. Ihr seht's, ich benutze den wirklich nur zum Highlighten hier hinten. Jetzt kommen wir zum Blush und zwar Farbe Rose Nui. Sieht einmal so aus. Sie riechen übrigens nicht, also das finde ich schon mal sehr gut. Wobei, das ist, weiß ich nicht. Also diese Luxus-Dinger, so Dior, die riecht ja wirklich wie ein ganzes Rosenfeld. Die jetzt gar nicht. Ich nehme wieder meinen Blush, gehe hier rein. Sieht auch recht hell aus. Ich klopfe ab und stempel mir jetzt erstmal hier hin. Und ich finde, dass der ähnlich aussieht wie der andere. Schöne Farbe, sehr pigmentiert und lässt sich sehr gut verblenden mit dem Bronzer. Bei dieser Farbe fällt es mir ein bisschen mehr auf als bei der anderen. Der hat so einen leichten Schien. Also der ist nicht glitzerig, der ist nicht schimmrig, sondern der ist wirklich nur ein Touch an Farbe, ein Touch an Glow. Liegt aber, glaube ich, an der Textur, weil die halt so butterweich ist. Und ihr seht jetzt auch, hier sieht der dunkler aus als auf der Haut. Ich mag die Farbe aber lieber als die von gestern. Die da war so ein bisschen pinky. Das ist jetzt ein schönes, ja, das ist eine schöne Farbe. Auf der anderen Seite benutzen wir von Sleek die Farbe Keep It 100. Auch ein sehr, sehr schöner, ja, Pflaumenbaumton. Auch sehr pigmentiert. Ich klopfe ab und setze mir den hier hin. Und auf der Haut ist es 1:1, einfach 1:1 dieselbe Farbe. Oder? Und ich hatte die alle zu Hause. Ich hatte die alle zu Hause. Ja, 200 Euro würde ich sagen, ne? Also Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Also die Farbe gefällt mir besser als die von gestern. In Angesicht der Tatsache, dass ich 1:1 dieselbe Farbe von Sleek für einen Bruchteil davon habe. Ja, ja. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich schaue mal, wie der Blush hält. Schöne, ich glaube, mir gefällt die Seite sogar besser. Schreibt ihr es mir. Welche Farbe passt besser zu mir? Ist ein bisschen schwierig bei Dupes, ne? Bis morgen. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Am dritten Tag unserer XXS-Kontostand Blush Review von Hermes. Heute wieder mit einem frischen Make-up und ich habe die Kamera wieder anders eingestellt. Das war ein Fehler, deswegen verzeiht mir, dass die Aufnahmen vorher so ein bisschen anders waren als sonst. Und ich glaube, mit dem weißen Hintergrund gefällt mir das einfach am besten. Bevor ihr fragt, was ich auf den Lippen habe, heute ganz klar und einfach wie immer eigentlich, von Nabla den Lip Liner in der Farbe 3 und in die Mitte ein bisschen Concealer. Wir kommen heute zum letzten Blush, Freunde, und zwar ist das die Farbe Rose Blush. Und als ich den bestellt hatte, dachte ich, der geht eher so ein bisschen in die Peachy-Apricot-Richtung. Ja, nee. Also ein bisschen, hat aber auch ein bisschen, ja doch. Vielleicht. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie die Farbe aussieht. Weil im Vergleich zu den anderen, doch nochmal, ja, hier seht das jetzt echt gut. So, wartet, hier ist noch der dritte. Also jetzt in der Kamera seht ihr einen Unterschied. Ich finde, der hier und der obere, die sind fast identisch. Das hatte ich ja auch gestern gesagt. Deswegen schauen wir mal, was dieses Schätzchen kann. Und ich glaube, ihr könnt alles ganz gut sehen. Ich benutze wieder einen sauberen Pinsel von Letizia. Das ist der TF4 Brush. Und ich gehe hier rein. Auch der ist nicht parfümiert und sieht ein bisschen rosafarbener aus. Und den setze ich mir hier hin. Und okay, das ist eine Farbe, die gefällt mir. Aber der Pinsel passt dazu nicht. Ich nehme nochmal einen anderen. Da seht ihr, dass er pigmentiert ist. Und jetzt stempel ich mir das hier hin. Und der ist sehr, sehr pigmentiert. Aber die Farbe gefällt mir extrem gut. Was sagt ihr? Also ich muss sagen, der ist zwar auch recht hell, aber das ist die Farbe, die mir am besten gefällt. Und in der Kamera sieht es immer noch mal ein bisschen anders aus als in echt. Ich nehme hier noch mal so ein bisschen was weg. Also die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich habe aber auch hierfür selbstverständlich ein passendes Dupe für euch. Und zwar, Achtung, das ist das günstigste Dupe ever. Von der Rival Loves Me L.E. So Cozy. Das ist ja so ein Dreierblush gewesen. Ich nehme die saubere Seite hier. Haben wir ein sehr, 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 sehr ähnliches Ergebnis, oder? Was soll man da sagen, Freunde? Ich bin echt überrascht, dass ich wirklich so viele gute Dupes bekommen habe. Ich möchte das Ganze aber selbstverständlich auch nochmal zusammenfassen. Also, qualitativ gut. Kann man nichts gegen sagen. Das ist jetzt nicht pudrig, da ist Farbe dahinter, sie sind sehr seidig matt, sie haben ein schönes Finish auf der Haut, sie halten auch sehr gut. Ich kriege es nicht über mein Herz zu sagen, Freunde, das sind die Blushes, die braucht ihr.
Erstmal, der Preis ist einfach extrem hoch und meiner Meinung nach zu hoch für einen Blush. An sich, es ist Luxus, deswegen, ne, das kann man nicht beurteilen. Ich möchte euch aber ganz klar sagen, dass das nicht sein muss und bitte fühlt euch auch davon nicht animiert, so viel Geld für einen Blush auszugeben, wenn ihr das Geld nicht habt. Ihr findet nämlich Drogerie-Alternativen dazu. Deswegen habe ich das Video auch so aufgebaut, dass ihr immer gleich ein Dupe zu den teuren Produkten seht. Ihr könnt euch das vielleicht mal zum Geburtstag wünschen. Das ist schon schön, das ist schon sehr edel, muss man sagen. Ist es jetzt etwas, wo ich sage, darauf haben wir gewartet? In der Make-up-Welt? Nee, definitiv nicht. Da würde ich es eher so ein bisschen wie Gucci machen, die wirklich sehr, sehr gute dekorative Kosmetik auch gleich mit rausgebracht haben. Eine wundervolle Mascara, einen wundervollen Bronzer, wundervolles Puder, Lippenstift und Blush von Hermes war jetzt eher so ein bisschen zurückhaltender, aber auch hier zielgruppenorientiert bei Hermes würde das Ganze passen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch auch gleichzeitig ein paar Dupes mit dazu gegeben habe. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.